Champions League Spieltag Nummer 4. Brose Bamberg empfängt die Montenegriner von Morna Bar und will die Bilanz im europäischen Wettbewerb zurück auf Null setzen. Nach dem Erfolg in Gaziantep geht es für das Team von Head Coach Ruhl Mors morgen ab 20 Uhr darum, den Sieg zu bestätigen. Sowohl Sportdirektor Leo De Rieke als auch Kapitän Elias Harris erklären, wie wichtig der zweite Sieg der Champions League-Saison wäre. Elias berichtet außerdem von der Atmosphäre im Team. Elias, wenn wir den Captain hier haben, erzähl doch vielleicht einfach mal, wie ist die Stimmung im Team, wie läuft es in der Mannschaft? Ganz gut. Wie soll man sagen, wir haben eine neue Truppe, eine neue Mannschaft mit vielen neuen Gesichtern. Ich finde nach mehreren Wochen mittlerweile, dass jeder gut integriert hat und dass wir von Woche zu Woche mehr und mehr zusammenfinden. Und ich glaube, dass das auch die letzten Spiele auf dem Spielfeld zu sehen war. Du bist aktuell unser Topscorer in der Champions League. Wir haben seit dieser Saison aber auch die Kinexon-Daten, die wir bei jedem Spieler auswerten können. Und wir sehen immer wieder, du bist einer der schnellsten im Sprint. Überrascht dich das? So muss ich lachen, gell? Nee, überrascht mich null. Ich bin doch wie ein Blitz, oder nicht? Findest du nicht? Also ist ganz cool, mal diese Werte zu sehen. Auch nach dem Spiel. Sehr interessant. Aber wie gesagt, ich habe selber von mir nie den Eindruck gehabt, dass ich jetzt irgendwie ein langsamer wäre. Auch wenn ich 30 Jahre alt bin und ab und zu so gemacht hätte, als wäre es ein alter Opa. Aber ich finde es sehr interessant und ganz gut, dass wir das haben. Letzte Woche gab es den ersten Champions League-Sieg gegen Gaziantep. Diese Woche gibt es das nächste Spiel gegen Morna Bar. Ist es vielleicht noch wichtiger, den Sieg jetzt auch zu bestätigen im Heimspiel? Definitiv. Ich glaube, gerade die Champions League ist der Wettbewerb, wo wir uns noch finden müssen, beziehungsweise auch bestätigen müssen, unsere Leistung. In der BBL haben wir das bis jetzt erfolgreich gemacht, bis dato. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, in der Champions League zu zeigen, dass wir mitspielen können, beziehungsweise mit uns zu rechnen ist. Es sind die ersten beiden Spiele nicht geglückt, aber jetzt, wie du schon gesagt hast, im vergangenen Spiel in der Türkei haben wir das sehr gut gemacht und haben das Spiel von Anfang an in die Hand genommen und auch wirklich kontrolliert gespielt und dominiert. Und ich glaube, dass wir jetzt auch vor heimischer Kulisse das bestätigen müssen. Leo, es ist jetzt gut 2 Wochen her, dass wir zum letzten Mal gesprochen haben. Wie zufrieden bist du seither mit der Entwicklung der Mannschaft und wie fällt dein Fazit für diese Zeit aus? Ich denke, ja, wenn wir hier gewinnen, sind wir immer zufrieden. Aber seit 2 Wochen ist auch das offensive Bereich viel besser, denke ich. Wir spielen besser zusammen. Nur die Ballverluste mussten viel weniger. Das ist auch klar. In das defensive Bereich, das muss viel besser. Ich denke auch, das muss die Identität von unserer Mannschaft sein. Wir haben das in das letzte Spiel nicht gut gemacht. In Hamburg war das sehr gut und in Gaziantep. Wir haben jetzt 3 Siege in Folge geholt, aber ist vielleicht der zweite Sieg in der Champions League noch wichtiger, um auch den Sieg gegen Gaziantep zu bestätigen? Wenn wir bleiben gewinnen, ist jeder Sieg wichtiger. Das ist auch klar. Und ich denke, ja, der zweite Sieg in Champions League würde uns zurück back on track setzen für die Champions League. Und dann ist alles zurück möglich. In unserer Gruppe gibt es mit Teneriffa und Nürnberg 2 Teams, die noch ungeschlagen sind. Mit Gaziantep und Morna Bar aber auch 2, die noch keinen Sieg geholt haben. Wie schätzt du die Gruppe bisher ein? Wie stark ist die Gruppe? Ich denke, das ist eine sehr starke Gruppe. Die Mannschaften sind sehr ausgeglichen. Und jedes Heimspiel ist sehr wichtig. Wir haben das erste Heimspiel verloren. Wir haben das ein bisschen zurückgeholt mit dem Gewinn in Gaziantep. So müssen wir nur den zweiten Sieg holen zu Hause. Die Jagd nach dem zweiten Saisonsieg beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt's nach wie vor in der Tageskasse und unter tickets.brosebamberg.de. Für alle Daheimgebliebenen überträgt DAZN wie immer live.